Bei mir ist der Professor Matthias Baumgartner, Stoffwechselspezialist am Kinderspital Zürich. Sie sind spezialisiert auf seltene Krankheiten. Was ist eine seltene Krankheit? Eine seltene Krankheit wird in Europa so definiert, dass es eine Person ist mit einer Krankheit, die seltener vorkommt als einen auf 2'000 oder fünf auf 10'000. Mhm. Die meisten seltenen Krankheiten sind aber sehr viel seltener als das, sind eher in der Lage von 1 zu 100'000 oder noch seltener. Es sind also seltene Krankheiten, aber es sind ganz viele Menschen davon betroffen. 30 Millionen in Europa, 500'000 in der Schweiz. Das ist enorm, das ist gar nicht so selten. Ganz genau, das ist nicht so selten, aber weil es eben so viele verschiedene seltene Krankheiten gibt, man geht aus von etwa 7 bis 8'000 verschiedenen seltenen Krankheiten, die man kennt oder die es gibt, verteilt sich das natürlich extrem. Und dann hat jeder einzelne von diesen 500'000 hat dann eben eine seltene Krankheit. Mhm. Was ist denn die Ursache von diesen seltenen Krankheiten? Die Ursache ist meistens genetisch, also ein Gendefekt, den man von Geburt an hat. Den kann man eigentlich nicht machen? Nichts machen kann man nie, das gibt es nicht. Also man kann, der Gendefekt der bleibt das Leben lang. Man ist dran, jetzt zu versuchen, die Gentherapie zu machen. Da sind wir aber noch nicht so weit für die meisten Krankheiten. Man kann aber sehr wohl Symptome lindern. Und für ein paar wenige Krankheiten gibt es auch Medikamente auf dem Markt, die man sehr gut denen kann Behandlung durchführen kann. Nimmt das zu oder bleibt das irgendwie stationär, so Gendefekt? Das bleibt stationär, das nimmt nicht zu. Mhm. Wir kennen einfach jeden Tag mehr von diesen vielen. Also die Zahl der seltenen Krankheiten nimmt jeden Tag zu, weil die Forschung die geht weiter. Und wir finden mit den heutigen Technologien finden wir immer wie neue Ursachen von vorher unklaren Krankheiten, wo man dann irgendwie ein Syndrom benannt hat. Und dann plötzlich sieht man, aha, ein Defekt in diesem Gen ist die Ursache für diese Krankheit. Jetzt stelle ich mir das noch recht schwierig vor. Sie tappen ja so ein bisschen im Dunkeln. Wie tun Sie denn die Gene analysieren? Haben Sie da so Modelle, wo Sie alles durchscreenen können? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, heutzutage hat man mit der modernen Technologie kann man das gesamte Genom, also das gesamte Buch von unserer DNA, kann man durchsequenzieren in relativ kurzer Zeit und zu heutzutage einigermaßen guten Preis. Also das kann man machen, das nimmt auch zunehmend zu und damit kann man viele seltene Krankheiten im Kindesalter vor allem lösen. Mhm. Das ist ja gerade ein guter Punkt. Sind mehr Kinder betroffen oder Erwachsene? Es sind Kinder und Erwachsene betroffen. Häufig fängt eine seltene Krankheit im Kindesalter bereits an. Mhm. Mit zum Teil milden Symptomen aber nur. Und oft dauert es lang, bis die Diagnose gestellt wird. Manchmal bis ins Erwachsenenalter. Und bei welchen Beschwerden könnte man sich vorstellen, es geht in Richtung seltene Krankheit? Wenn das andauernde Beschwerden sind, die nicht in ein gängiges Schema passen von einer häufigen Krankheit, wo man Symptome hat am einen Organ und vielleicht am anderen, wo man nicht richtig zusammenpassen kann, dann muss man an seltene Krankheit denken. Und was dürfen Patienten erwarten in einer solchen Situation? Können die geheilt werden oder geht es hier nur um Beschwerdelinderung? Für wenige seltene Krankheiten die kann man heilen. Bei den meisten ist es so, dass man vielleicht eine Therapie hat, vielleicht oft auch keine, dass man aber Symptome lindern kann. Und der Patient ganzheitlich versorgen, das ist dann oft, es gehört Physiotherapie dazu, es gehört Ernährungsberatung dazu zum Teil, Ergotherapie und so weiter. Wie oft sind seltene Krankheiten lebensbedrohlich? Ist Lebenserwartung reduziert? Ja, das ist jetzt in meinem eigenen Gebiet, also gerade in der Pädiatrie und bei mir bei den Stoffwechselkrankheiten, dort ist es sehr oft, sind das lebensbedrohliche Krankheiten, die fangen wenige Tage nach der Geburt an, wenn der Stoffwechsel von der Mutter quasi nicht mehr da ist und hilft, werden die Kinder schwer krank, müssen zum Teil auf die Intensivstation, können dann dort in der Regel behandelt werden, aber sind dann das Leben lang schwer krank und haben immer ein Risiko zu sterben. Sie forschen auf diesem Gebiet seltene Krankheiten. Wo dran genau? Wo sind sie? Was machen Sie? Meine Abteilung und ich selber, wir forschen über seltene Stoffwechselkrankheiten. Und mein
speziellen Interesse gilt dem Vitamin B12, wie das in der Zelle umgewandelt wird zum aktiven Kofaktor oder Hilfsstoff, wo den Stoffwechselprozess beschleunigen. Wenn man eine seltene Krankheit hat und niemand findet quasi eine Lösung, wie soll denn der Patient vorgehen? Zu wem soll er überhaupt gehen? Oder gibt es Anlaufstellen? Es gibt Anlaufstellen. Also die erste Anlaufstelle sollte immer der Hausarzt sein. Wenn der nicht weiter weiss, dann kann er einen zu einem Spezialist zuweisen. Anlaufstellen für Patienten, die nicht wissen, was sie haben, sind Anlaufstellen, die heisst Patienten ohne Diagnose. Dort, wo wir neu geschaffen haben, am Universitätsspital und Kinderspital in Zürich. Und dort kann man herangehen, wenn man eben schon an mehreren Stellen war, wenn man vielleicht schon ein riesen Dossier hat mit Bericht und Untersuchungen. Und ich weiss, was, man weiss die Diagnose nicht. Und die Idee von dieser Anlaufstelle ist, dass dann nach Einwilligung und Ausfüllen von einem Fragenkatalog, dass die Daten, also die Untersuchungsberichte und Berichte von Ärzten zusammengenommen werden und von Studenten aufgearbeitet werden. Und die Studenten, die haben den Vorteil, dass sie noch ganz breit sind in ihrem Wissen. Und unbefangen, oder? Und unbefangen, also eben keine Scheuklappe. Ich sage immer, die Spezialisten, die haben alle Scheuklappen, die wissen nur noch über ihr Gebiet und alles andere sehen sie nicht. Die Studenten, die anderen Vorteil, was sie noch haben, sie haben Zeit und sie sind billig. Und von dem her ist das ideal. Die arbeiten das auf und unter Anleitung. Dann wird es diskutiert mit einer erfahrenen Person. Und wenn man dann nicht weiter weiss, kommt es in ein Expertenboard, wo dann verschiedenste Spezialisten zusammensitzen und dann gemeinsam man versucht, zu einer Lösung zu kommen. Sie haben es gerade angesprochen, es braucht Zeit und es braucht Geld. Und beides haben wir nicht. Genau. Was machen wir da? Sind die Hausärzte auch vorbereitet auf die Situation? Ja. Die Hausärzte sind zum Teil schon vorbereitet, sind oft auch dann überfordert, was soll ich jetzt machen. Und das System, also das TARMED-System, das wir haben, das ist nicht gemacht, dass die Hausärzte können, viel Zeit verwenden können für so einen einzelnen Patienten. Und jetzt mit, mit der neuen Anpassung, die uns droht, ist das noch sehr viel mehr so. Also die Zeit zählt nicht mehr, sondern man muss quasi schaffen. Das ist im Prinzip fallen hier wieder mal die seltenen Krankheiten durch die Masche. Mhm. Wie hilft ProRaris? ProRaris hilft gesundheitspolitisch, setzt sich ein für umfassende, gerechte Gesundheitsversorgung von Patienten mit seltenen Krankheiten. Mhm. Der Bund engagiert sich auch mit einem so einem speziellen Programm. Um was geht es da? Das ist das Konzept und der Massnahmenprogramm. Plan für seltene Krankheiten, den der Bundesrat verabschiedet hat. Der Massnahmenplan, glaube ich, 2015. Und dort geht es unter anderem, es sind vier Themenbereiche, unter anderem ein Themenbereich sind Referenzzentren, ich denke, sehr wichtige. Andere Themenbereiche sind die Kostenübernahme, die Forschung und die Information von der Bevölkerung. Die Referenzzentren, wo gibt es die? Die gibt es noch nicht in der Schweiz. Es gibt sie schon sehr weit verbreitet im umliegenden Ausland, in Europa. Vor allem in Frankreich gibt es die schon seit Längerem. Die Idee von so einem Referenzzentrum ist, dass man das Wissen bündelt. Wie ich gesagt habe, sind pro Krankheit hat's nur ein paar wenige Patienten. Und die sollte man möglichst an einem Ort bündeln, damit man die Erfahrung hat und das Know-how, mit denen dann auch die gut zu betreuen. Sind die auch schwierig zum Einrichten, die Zentren, oder wie sehen Sie das? Ja, das ist nicht ganz einfach in der Schweiz. Föderaler Staat ist doch quasi das Stichwort. Es gibt gewisse Ängste, dass man hier Patienten verliert. Darum hat man sich jetzt entschieden, in der Schweiz so vorzugehen, dass man sagt, man macht nicht Referenzzentren, sondern man macht Referenznetzwerke. Mhm. Und bindet möglichst alle ein, vom Hausarzt über das Regionalspital zum Universitätsspital oder grossen Kantonsspital. Also richtig, das Networken, das ist genau. Da auch ganz, ganz wichtig. Gibt es auch eine Datenbank, wo alle die Daten quasi erfasst werden, wo Sie können als Arzt zugreifen und schauen können? Nein, die gibt es noch nicht, aber wir sind dran, als ein Thema, das wir auch unbedingt machen wollen, ein Register, ein nationales, schweizerisches Register für seltene Krankheiten zusammenzustellen. Nur mit einem minimalen Datensatz, aber
mit der Idee, dass man so weiss, wo sind die Patienten überhaupt. Mhm. Und zweite Idee, also das ist für einen Staat interessant, für die Gesundheit und so weiter. Das zweite wichtige Punkt ist, nur wenn man weiss, wo die Patienten sind, kann man sie auch, wenn irgendeine Therapie international verfügbar wird oder irgendeine Studie verfügbar wird, kann man sie überhaupt finden und in die Studie hineinbringen. Ja. Vielleicht jetzt zum Schluss noch mal zurück zum Patienten. Was empfehlen Sie so quasi als Fazit? Ja, die Empfehlung wäre eigentlich, dranbleiben. Dranbleiben, wir sind auf einem guten Weg, aber wir sind noch nicht am Ziel. Dankeschön vielmals, Herr Baumgartner. Bitte, gern geschehen.